Hallo, hallo, schönen guten Morgen. So, ich habe jetzt diese große Schablone rausgeholt, Slimline Cutting dies, ne? Und mit diesem Wald Panorama, ne? Sozusagen. Und habe jetzt das diese Innenteile im Ganzen rausgelöst. Und werde sie auch so dann stanzen, ne? Weil, naja, wie es sich hält, wer weiß, weil die können ja dann doch beim Durchwurgeln dann auseinanderfallen, ne? Aber egal, habe ich es erstmal so gelassen, ne? Und möchte diese große Form nutzen, um eine Schachtel beziehungsweise einen Deckel für die Schachtel, ne, um herzustellen, und möchte so ein Sichtfenster machen. Wie ich hier schon gezeigt habe, ne, hatte ich ja so ein bisschen ausgeschnitten im vorigen Video. Und so eine ähnliche Schachtel, aber ein bisschen größer entsprechend der Passform. Ne? Guck mal, die ist ja echt perfekt für sowas. Und das kann ich da dann ausstanzen. Ne? Deswegen dachte ich, werde ich mal erstmal so die Hauptlinien andeuten, dass ich weiß, wo ich die platzieren muss. Habe so einen Cardstock. Das ist auch also ein Kilopack Papier, so ein Gelb, helles Gelb, so wie so ein gestreifte Prägung hatte, so ein Muster, ne, so ein bisschen. Und habe noch ein zweites rausgeholt, so ein Mintgrün, ganz hell auch. Ich werde mal die beiden dann dafür sorry, mal heute benutzen. So, und deswegen werde ich erstmal von der linken Seite, obwohl das Papier sieht gleich aus, die Seite, ne? Und dann präge ich mal. Ich habe mir das da jetzt erstmal so ausgemessen, dass ich glaube, die Größe wäre dann optimal, obwohl auch die wäre noch. Aber es ist dann oben, unten irgendwie schon wenig, ne? Und da wäre es dann genug, auch für den Rand des Deckels, dass er noch Rand hat, ne? Dass man nicht ganz in der Falzlinie liegt. Und deswegen werde ich diese Umrisse nutzen bis dahin. Und das wird nee, bis dahin. Genau. Und das ist dann die Seitenwand. Entsprechend bis zum Ende. Ne? Ja, wer so ein Board nicht hat, man kann es ausrechnen. Ne? Es ist doch einfach. Hier ist eben ein was heißt das? 2 cm, 1 Inch eben. Ne? Die Wände eben ausrechnen. Und die Länge entsprechend. Dann hat man es, ne? Ja, gut, dann soweit. Genau. Diese. Hier die zweite. Hier. Genau. Werde ich mal erstmal das soweit prägen, dass ich weiß, wo ich bin. Und dann die Schablone eben auflegen. So, da kann ich bis zum Ende. So. Und da. Genau, da auch diese Linie.
dann diese. Ich glaube, das war falsch. Okay. Ja, dann ist es der Boden. Ach, hier. Ja. Am frühen Morgen. Ja, ist man noch nicht so wach, ne? Okay, so, dann ist es der Boden erstmal. Setzen wir. Und da ist ganz bisschen weg. So, okay, dann hole ich noch eine. Gleiche. So, dann nehme ich das zweite Blatt. Erst ist jetzt der Boden der Box, ne, der Schachtel. Und dann werde ich jetzt mal richtig das machen. Genau. Na, so. Dann kommt das hier, die zweite Linie für den Deckel, und hier auch die zweite Linie für den Deckel. So. Und hier auch die zweite Linie. Und die zweite ist ja hier sozusagen schon soweit. Ja, dann kann ich die Schablone auflegen. So, das ist die Innenseite. Ich lege es von der Seite dann auf. Und da wird angelegt. So, habe es jetzt ausgestanzt. Oh, sehr schön geworden, ne? Und wie ich jetzt feststelle, dieses zweite Blatt, ne, dieser so ein Mintgrün oder so ein hellblau, das ist so ein Ton, ne? So sieht es super aus, ne? Und da glaube, werde ich mal den Boden diese Farbe nehmen und der Deckel eben diese Farbe. Und das wird sich dann gut machen, weil ich dann eben eh ein Sichtfenster mache, werde noch eine Klarsichtfolie also zwischenkleben, ne, darunter. Ich überlege vielleicht sogar diese ein Schüttelelement mal einbauen. Ja, wäre auch eine Version. Oder die auf dem Deckel drauf eben ausstanzen, ne? Und das hinein, die Elemente vertauschen, wäre auch der Weg noch. Mal schauen, wie es mir dann am besten gefällt, aber so würde ich sagen, da ist es, diese Version gefällt mir echt gut. So, ja, hat sich gut ausgestanzt, und ich glaube, ich hätte auch gleich das mit ausstanzen können, dass man da so zweifarbig auch noch dann die Teile dann ausschmückt mit den Elementen dann oben drauf. Aber ja, man kann auch kleine Stücke Papierreste nehmen und farblich dann verschiedenes ausstanzen. Sonne, die Wolken nehmen. Hier nach Farbe, aber so doch ist schön. So, dann muss ich da noch ein bisschen die Linien paar nachziehen vom Prägen, ne? Das, aber ja, es ging nicht anders. Ich musste ja die Umrisse haben, ne? So. Deswegen habe ich das ist nach vor geprägt, aber muss man noch ein bisschen nachfahren und fertig diese mittleren Linien. Na komm her. Okay. Da noch.
Okay. So, genau, dann schneide ich es aus. Mit, ich weiß nicht, ob der. Der Kleine das schafft. Jo, mit dem kann ich es auch hinkriegen. Und dann ordentliche Linien. Das nicht. Ah, guck, nee. Wird doch nichts. Ah, schade. So, nee. Das muss ich wieder nach außen machen. Genau. Da hatte ich da noch eine Stelle, ein bisschen weniger hier. Das noch nicht. Ja, da kann ich auch sogar die Maße durchgeben. Was habe ich denn da? 18,2. Und dann je ein Inch, ne? Oder bei Inch ist das, was heißt das? 7,3. Drei Sechzehntel, glaube ich, oder? Genau. Und hier. Da, und die Länge ist 29,3 cm und in Inch ist das dann 11, 1, 2, 11. Ein halb, aber noch ein Sechzehntel kommt dazu. Okay, das sind dann 9 Sechzehntel, ne? Ja, das ist der Boden und für den Deckel ist es dann ein bisschen mehr. Ne? Kann ich ja auch durchsagen. Mal schauen. Und hier ist das dann auch 29,8 und dann 11 Sechzehntel die Länge und die Breite ist dann 18,5 und entsprechend dann ein Inch 2,4 5 7,5 Sechzehntel oder ja, okay, das dann. So, dann hole ich noch so eine Folie raus. Ich hatte ja schon mal erwähnt, dass ich so eine Standard-Laser-Kopierfolie das ist 0,1 mm, ne? Die Stärke www.ac-konzept.de. Aber lange her habe ich die mal mir geholt. Und ja, es ist so eine Folie zum Bedrucken eben, ne? Präsentations und so weiter Folien. Und das werde ich dann zuschneiden für, na, so reicht es nicht, werde ich so abmessen, dass ich das dann drunter klebe. So, mal schauen. Da.
nehme ich großzügig, dass es so auch ein bisschen Stärke gibt. Das ist das. Und werde ich auch eben. Ich nehme noch eine. Ich schneide mir dann eben gleich zwei zu. Oh, ob ich das sehen werde. Das ist eine Sache. Aber ich versuche es mal. Doch, das kann man soweit erkennen. Ich habe sie jetzt übereinander gelegt. Und auf einmal dann zuschneiden. Und sie hat so eine Stärke, ne? Und deswegen. Warte mal, da war auch noch rum. Wo habe ich denn hier? Ah, hier. Die zu sehen ist, ne? Diese Markierung auf Folie auch noch auf Schwarz jetzt. Aber doch, hier ist es. So. Genau. Ja, und diese kleinen Abschnitte kann man dann für sowas nutzen, ne? Auch noch, dann hebe ich dann auf und dann geht das. Dann kommt wieder die starke Folie zum Einsatz. Ich werde wohl auch die breitere. Wäre auch okay. Nee, nicht Folie. Doppelseitiges Klebeband. Bin da bei Folie gelandet. Ne? So, und dann wird das alles erstmal beklebt. Dann kommt das drauf. Ja, von der Innenseite, genau. Das kommt hier oben drauf. Auf die Folie, ne? Sozusagen. Obwohl ich hätte es auch von innen mit erstmal Washi-Tape ankleben können. Aber zu spät. Machen wir es so. Ich glaube. Es kommt dann nur der Flüssigkleber dann jetzt so alles jetzt mal mit Kleber.
Warte mal, muss ich mal schauen, da ist ein bisschen muss ich mal abtupfen, ne, diese. Das ist, ja, muss ich ein bisschen wegwischen. So, und ich habe ja diese alle bewegliche Elemente, die man dann kann, wie Pop-up, ne, habe ich da nicht beklebt, sondern ausgespart, und die kann man dann anheben sozusagen, ne? Die können dann auch, hier sind Blätter, die also hochstehen können. Ist echt schön, ne? Guck mal, so eine Wirkung. Echt schön. Und da hier so ein Schlupfloch. Ja, super. Ja, und da sind auch so wie einge. Naja, da habe ich jetzt ein bisschen mit Kleber geschmiert. Oh. Naja, kommt ein Vogel drauf, ne? Dann sieht man es nicht. So, dann muss ich mal schön meine Blöcke. Na, jetzt habe ich hier etwas verschoben, dass sich schön da reinsitzt. So, rüber. Genau. So. Und ja, die Blöcke schön drauf. So, das ist schön, sich da einnistet, ne? Das ist das eine. Und dann, so wie ich schon erwähnt habe, bin ich jetzt dabei, den Boden zusammenzubauen. Haben jetzt aus dem Hellblau gemacht. So. So, und dann kommt das hier drauf.